Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, bevor wir das Video starten, möchte ich mich zuallererst bedanken an alle, die es geschafft haben, bei diesem kurzen Vorbestellungsdrop dabei zu sein. Danke vielmals für den Support. Für alle, die nichts bekommen hat, das war der inoffizielle Release, der Vorbestellungsmodus. Wenn dann diese ganze Corona-Phase vorbei ist, dann wird natürlich ein offizieller Trailer folgen. Es werden die Pieces folgen, die Samples folgen, genaue Fotos folgen, genaue Größenangaben folgen und natürlich ein offizieller Drop, wo alles noch Bescheid gegeben wird. Trotzdem danke für alle, die sich trotzdem ein Stück ergattert haben, für dieses Vertrauen vor allem, dass sie in uns hineinstecken und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Reaction aus dem Stream. Let's go. Charmbroke, eigene Marke. Cool. Ich feiere ja Charmbroke. Ich mag den, ich finde den sympathisch. Schaut nicht schlecht aus. DYDS. Finde die Uhr in letzter Zeit, ich habe ja früher immer abgelästert über die abgelästert. Ich habe gesagt, dass halt diese silber-goldene Rolex mir nicht gefällt, aber in letzter Zeit finde ich die immer nicer. Heute meine ich mit... Apropos, ich brauche jetzt auch was zum Trinken. Ah! Saskia, weil ich bin in Istanbul. Edeka ist auch eine geile Wassermarke. Endlich ist es soweit. Monatelange... Bestes Wasser, Freunde, ist das Wasser frisch von der Rax. Arbeit. Ja, Leute, ihr seht schon im Hintergrund, es sind Klamotten. Wer hätte es gedacht? Klamotten. Warum Klamotten? Weil ich es selber nicht mehr einsehe, andere Klamotten anzuziehen, weil ich auch meinen eigenen Kram machen kann. Ist wie es ist. Leute, ihr kennt mich. Mich sieht man nur in Trainingsanzügen oder in Hoodies. Wenn ich meine Jeans anziehe, werde ich in den Kommentaren gehatet, warum ich eine Jeans anhabe. Und deswegen hatte ich Bock, Trainingsanzüge zu bringen. Und ich habe mir gedacht, weil Trainingsanzüge könnte langweilig werden, mach doch einen richtigen Crop Top. Und deswegen habe ich es noch erweitert mit zwei Hoodies und mit zwei. Ich finde die Farben extrem schön. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Also das sind so schöne Farben einfach. Die Logos und die Schrift ist mir zu einfach gestaltet, muss ich ehrlich sagen. Reserve Your Dreams. Ich mag auch da hinten diesen... Das, es ist halt einfach, es ist meine eigene Marke. Er sagt, oh, die ist schön mit dem roten Zifferblatt, schaut geil aus. DYDS, ich finde es eher einfach gehalten, aber das ist auch ein Stil, ja, das möchte ich auch dazu sagen. Bei Shirts, Leute, ihr wisst, in der Vergangenheit habe ich auch schon Merch verkauft gehabt. Hier ist es aber ganz wichtig zu differenzieren, was Merch ist und was eine eigene Marke ist. Das ist eine eigene Marke, kein Merch. Für die Leute, die nicht wissen, was Merch ist, ich erkläre euch das mal ganz schnell, okay? Einfaches Beispiel. Ich bin Beşiktaş-Fan und will meinen Verein supporten. Ich kaufe 3 Trikots für 88.000 Euro. Obwohl ich ganz genau weiß, dieses Trikot kostet in der Produktion vielleicht 3 Cent. Aber wieso mache ich das? Um den Verein zu unterstützen und deswegen sagt man Merch. Ah, das hätte ich aber bedenken sollen bei meinem Merch, weil ich habe den nicht viel teurer verkauft, als er gekostet hat. Mach, das war dumm. Mit meinem Merch damals war es nicht anders. Es war keine Top-Qualität. Es war einfach nur ein, ich will nicht sagen Fan, ihr seid keine Fans, aber es ist ein Artikel, womit ihr mich supportet. So sah dann auch dementsprechend das Produkt aus. Derzeit gibt es nicht so viele YouTuber wie früher, die noch Merch betreiben, weil wir sind alle schlauer geworden, haben ein bisschen Geld verdient, haben ein bisschen Geld beiseite getan. Damals hat jeder einfach nur Provision bekommen. Nehmen wir mal, ich habe damals einen Pulli verkauft für 50 Euro, ich habe davon 6% gekriegt. So, das war halt meine Provision, weil ich das selber nicht machen konnte. Heute ist es aber so, dass ich alles selber machen kann. Damit wir das schon mal hinter uns haben. Ich will nicht, dass ihr sagt, das ist Merch. Das ist DYDS heißt halt einfach Deserve Your Dreams, nehme ich an. Aber wofür steht dann noch das S? Für das S hinter Dreams oder was? Kein Merch, das ist meine eigene Marke. Es ist Marke. Marke heißt. Ja, ja, Charmbroke redet irrsinnig schnell. Es ist Qualität und das ist Baba-Qualität, Bruder. Jede Marke hat natürlich einen eigenen Namen und ich habe natürlich auch meinen Namen. Und ihr habt es auch bestimmt in meinen Videos gesehen gehabt. Ich habe öfter T-Shirts und Pullis angehabt, wo man diese Abkürzung sieht. Wofür steht aber DYDS? Also zu Charmbroke selber, ich feier ihn als Person, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich nicht gern mit dem anlegen, weil du sprichst in einer Minute so viele Wörter, die du fast gar nicht verstehen kannst und hat auch eine sehr, sehr starke Community. Also, ja, auf jeden Fall sympathischer Kerl. Deserve your dreams. Könnt ihr Englisch? Habt ihr in der Schule aufgepasst? Nein? Ist kein Problem. Mann und Leon so, easy going. Ich übersetze euch. Deserve your dreams heißt, verdien dir deine Träume. Arbeite. Mach was für dein Leben. Deserve. Okay, er macht quasi seine Vision und sein Motto, macht er halt quasi als Dings. So wie LFDY, Live Fast, Die Young. Oder wie heißt die Marke von Logan Paul? Aber Logan Paul sagt, dass es Merch ist, glaube ich. Wie, der hat das da auch irgendwie tätowiert. Weiß das jemand aus dem Chat? Der hat auch so einen Spruch quasi als Markenname. Für Dreams ist für mich ein motivierender Spruch und mein Ziel war es, wenn die Leute was kaufen oder meine Marke vielleicht mal größer werden sollte, inshallah, werden die Leute die Abkürzung sehen mit DYDS. Wenn ihr was kauft, werdet ihr sagen, ja, ich habe was von DYDS gekauft und dein Kollege wird dich fragen, ey, was heißt DYDS? Und du wirst sagen, deserve your dreams und ich will, dass die Leute miteinander kommunizieren. Ah, okay, verstehe. Und wissen, was das bedeutet. Leute. Habe ich Logan Paul gesagt? Ich meine, Jake Paul. Der hat irgendwie so eine Abkürzung. Nicht Logan Paul, sorry. Ihr wisst, ich mache sowas zum ersten Mal. Das heißt, ich bin ein Neueinsteiger. Und in dieser Branche ist es wie üblich so, dass Neueinsteiger nicht so viel Geld investieren. Das ist scheiße. Ich bin ein voller Sack und die werden lachen, wenn ich das als Spruch habe. Na, hör mal!
investieren, weil sie Angst davor haben, Minus zu gehen. Ich hatte keine. Jake Paul hat RNBO, genau. Aber was heißt RNBO? Damit ihr mich versteht, okay? In der Produktion hatte ich eine sehr große Auswahl davon, was für eine Qualität ich haben will. Sei es H&M, Zara oder Balenciaga. Ich habe mich für das Beste entschieden. Beste heißt auch meistens das hier. Es wird teuer. Okay, bin gespannt, was das kostet. Beste Stoff, wo sagt er auch, wo er produziert? Ich nehme an, in Istanbul, oder? Nehme ich schon an. Technik, der Aufdruck, sogar die Handtags, Digga, und meine Etiketten sind das Beste vom Besten. Ihr kennt das doch, wenn ihr Klamotten kauft, Digga. Ja, das ist bei uns natürlich auch aus Karton, aber bei uns hast du natürlich Hangtags hinten ran, aber du bekommst es natürlich in der MEM-Magnetbox, das darf man auch nicht vergessen. Die kostet alleine schon 6 Euro, 5 Euro. Etiketten, die euch nerven, die jucken und so. Digga, das juckt nicht, weil meine Etiketten sind aus Seide, Bruder, aus Seide. Ich habe keine Kosten gespart, Mann. Leute, ich wiederhole es nochmal. Ich habe sehr viel Geld investiert und keine Kosten gespart, denn mir war es persönlich wichtiger, bei meinem ersten Drop, bei meiner eigenen Marke nicht kritisierbar zu sein. Einfach gesagt, ich habe so viel Kohle investiert, dass wenn du meine Sachen kaufst, dass du am Ende mich sagen kannst, boah, ja, John hat gesagt, das ist Baba, das war gar nicht Baba, dies, das. Nein, ich will, dass du ganz genau von Anfang an weißt, boah, der hat mir was Geiles gegeben. Ihr habt in meinen Videos oder in meinen Instagram-Stories mitbekommen, ich bin sehr oft von Deutschland nach Türkei gependelt, weil ich auch in der Produktion... Okay. Also auch Istanbul. Und dabei sein wollte. Ja, dort ist billiger, Freunde. Das wisst ihr. Ich war, glaube ich, alle 2 oder alle 3 Wochen hier, um alles mitverfolgen zu können, um alles zu sehen, damit ich weiß, ich bin davon zu 1000% überzeugt. Genug geredet, kommen wir zu den Klamotten. Ich habe gerade meinen Hoodie und eine Jogginghose an, deswegen kommen wir erstmal zu meinen Klamotten und danach können wir alles vom Ständer nehmen, okay? So sieht der Hoodie von vorne aus. Ich drehe mich auch mal um, weil wir auch einen Aufdruck haben. Hinter der Kamera ist... Ja. Ja. Ah, okay, das war die ganze Zeit der Hoodie von hinten. Ja, ich finde die Farben einfach sehr schön. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Wie gesagt, mit der Schrift so drunter fühle ich nicht, weil es ein bisschen zu einfach gestaltet ist, aber ist halt auch eine Art des Designs, was ich halt nicht so fühle. Aber das schaut wirklich sehr, die Farben einfach Wahnsinn. Rosa, wie geht's dir, Bro? Bruder, sehr gut. Ich finde das Schwarz mit dem grünen Grip unnormal geil. Darüber hinaus ist hinter der Kamera auch unser Bruder. Finde ich auch, kommt sehr schön hervor. Er spricht doch Deutsch. Bro, wie geht's dir? Gut, und dir, ja? Mir geht's auch sehr gut. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Stoff an. Was hast du zum Stoff zu sagen? Also, ja. Gefreiter Ia Melvin. Finde es aber ehrlich gesagt auch too much, wenn das Teil aus Seide ist und der Hoodie dann am Ende nur deswegen 30 Euro mehr kostet. Nein, nicht der Pullover ist aus Seide. Das Markerl hinten da. So, das da, das ist aus Seide. Das ist aber auch aus Seide. Das ist einfach, es gibt ja diese hartkantigen, die dann hinten jucken, das nervt. Aber wenn das aus Seide ist, das kostet ein paar Cent mehr. Wisst ihr, was ich meine? Also er hat einfach auf Details geachtet. Wir haben diesen Stoff ziemlich speziell für euch hergestellt. Das hat auch sehr lange gedauert. Einen ganzen Monat. Das ist auch gestickt, sehe ich. Sehr schön. Hat dafür gewartet. Dann war es dann halt zum Schluss dann da. Und danach haben wir angefangen zu produzieren. Damit wollen wir auch sagen, dass wir keinen Standardstoff genommen haben. Wisst ihr, ich meine, wie ich schon... Super, feier ich. Der Stoff schaut auch relativ dick aus. Finde ich cool. Am Anfang gesagt, man hat Auswahl, aber wir haben einen speziellen Stoff für uns selber ausgesucht. Ich finde halt, dass die Marke ihn gut verkörpert einfach. Er hat wirklich was, er ist authentisch mit seinen Designs, finde ich. Nahtechnik. Also die Nahtechnik benutzt eigentlich die großen Designer. Das ist normalerweise nicht üblich, dass irgendein kleines Unternehmen diese Nahtechnik benutzt. Das ist auch ziemlich teuer. Okay. Hast du natürlich tief in die Tasche gegriffen und diese Nahtechnik. Wie gesagt, mir ist wichtig. Er steht auch voll, also man merkt an seiner Attitüde, dass er da sehr stark hinter seiner Marke steht. Super. Ich Top-Qualität zu bieten. Das ist aber eine Sache, das müsst ihr selber herausfinden und selber anziehen, damit ihr das... Ja, das stimmt. Also das ist halt auch die Schwierigkeit. Man kann da lang und breit erklären, aber man muss sich einfach mal ein Piece kaufen und dann einfach mal fühlen, wie das Ganze ist. Die Haptik ist da so, so wichtig. Und da uns das auch sehr wichtig ist, verwenden wir halt auch keine Plastiksackerl, weißt, indem wir das verschicken, sondern es soll von Anfang an ein Produkterlebnis sein. Deswegen geben wir auch gern 5 Euro für die Verpackung aus. Wisst ihr, was ich meine? Versteht. Das ist so, wie wenn ihr ein Video über Parfüm oder Essen guckt. Ihr schmeckt es gerade nicht. Ihr wisst es selber. Ihr müsst es selber probieren. Ja. Ihr müsst es in der Hand haben oder selber halten. Weißt du, was ich meine? Jetzt kommen wir zu den anderen Klamotten. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, mein Stil ist es jetzt nicht, aber ich finde, es passt perfekt zu ihm. Es wird auch perfekt zu seiner Community passen. Das heißt, er hat sich auf jeden Fall den Kundenstamm gut, ist angepasst an seinen Kundenstamm, an seine Community. Also sehr cool. Warum einen Adidas Jogginganzug haben, wenn ich mir einen Jogginganzug von meinem Lieblings-YouTuber holen kann, der jetzt quasi neu am Start hat, die teilweise wahrscheinlich sogar qualitativer sind, so wie er das gerade verkauft, als die von Adidas. Und schaut gut aus, passt zu ihm. Ja, Leute, das ist der Anzug, so sieht er seitlich aus. Und ich habe ja schon gerade gesagt gehabt, der Trainingsanzug... Ja, schaut schon clean aus. Aber jetzt, wo er es anhat, fühle ich es mehr als vorher. Ist slimfit. Ich will jetzt mein Gewicht nicht sagen, aber ich bin von der Statur her ein bisschen breiter. Deswegen muss euch klar sein, dass ihr vielleicht eine größere... Ich finde das auch cool mit dem Zip da.
Schaut gut aus. Version braucht. Sprich, ich ziehe eigentlich für üblich M an, das ist aber L. Wisst ihr, ich meine, okay. Bei den Hosen ziehe ich für gewöhnlich S an, das ist aber M, weil es Slimfit ist. Merkt euch das, der Trainingsanzug ist Slimfit. Damit das für euch vielleicht ein bisschen leichter fällt, ich bin 1,70 groß, hab ein bisschen Bauch, der Anzug sitzt trotzdem bei mir gut. Ich habe aber auch Azad am Start. Azad ist Fußballer und hat eine bessere Statur als ich, also er ist ein bisschen dünner. Komm dazu, Bro. Wie groß bist du, Azad? 1,80. So, 1,80. So sieht's bei Azad. Ja, Aschak, ich finde, das passt halt einfach zu ihnen. Ich weiß nicht, ob's... Ja, oh ja, so eine Jacke könnte ich mir schon vorstellen. Selbe Prozedur. Aber ich bin halt nicht der, ich glaube, ihr habt mich noch nie im Trainingsanzug gesehen. So ist halt nicht so mein Stil einfach, wisst ihr. Aber schaut sehr clean aus. Passt, ist halt auch quasi dieses Rapper-Schema irgendwie. Also ich könnte mir gut einen Mero vorstellen, der mit diesem Anzug in einem Video rappt. Wisst ihr, was ich meine? Mit der Rolli dazu. Also passend auf jeden Fall für die Community. Mein Oberteil ist wieder L und die Hose ist M. So sieht der Anzug in weiß aus. Ich stelle mir richtig vor, wie ich in einem Jogginganzug sitze und mir fett einen Ketchup-Fleck drauf mache. Wirklich, das wäre typisch ich. Can, 1,70 groß, Türke, hat einen kleinen Bauch. Azad, Sportler, spielt Fußball. Ja, aber das ist mir schon fast ein bisschen zu eng, oder? Ich meine, soll so sein, aber für mich wäre es halt nichts. Ich trage das nicht so eng. So sieht es bei Azad aus, meine Damen und Herren. Das ist der Anzug. Ja, ich finde den Anzug nice. Die Hose ist mir ein bisschen zu eng, aber ich finde die Oberteile sehr, sehr schön. Wo sie am Bügel gehängt sind, habe ich es nicht so gefühlt, aber da taugt es mir. Bist du denn auch so cooler? Bruder, der ist geiler. Papa, gibt's gar nicht zu diskutieren. Papa. Ihr seht, Leute, zwei T-Shirts, die sind oben. Okay, Schnitt mit sehr langen Ärmeln. Erinnert mich sehr an Pikes vom Schnitt her, die machen auch sehr lange. Wobei, Peso macht, glaube ich, auch so lange Ärmel. Ich bin schon weg von diesem lange Ärmeln-Game. Meine letzten Pieces mit wirklich überlangen Ärmeln waren die von Fear of God Essentials. Aber ich bin schon mittlerweile auf den Trip zurückgekommen, dass die Ärmel nicht über den Ellbogen gehen sollen, sondern ein Stück unter dem Ellbogen enden sollen. Das ist jetzt gerade aktuell mein Geschmack. So, was heißt meiner schwarz, der von Azad ist weiß. So sieht das Ganze von hinten aus. Okay, Deserve Your Dreams. Ja. Ich weiß nicht, mir taugt nicht, dass dieser Abstand da so groß ist. Ich wäre irgendwie cooler, wenn das noch ein bisschen näher beisammen wäre, vielleicht. Don't know, Geschmackssache halt. Oh, das schaut aber nicht schlecht aus. Ich meine, ja, es ist... Diese Statuen sind halt gerade mega modern. Das Shirt von Pikes, was ich habe, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Also da sehe ich halt schon Ähnlichkeit. Das ist halt jetzt gerade der Film. Pikes hat ja auch nicht wirklich mit dem begonnen, muss man sagen. Aber das ist gerade der Film. Aber das Shirt fühle ich auf jeden Fall mehr, muss ich sagen. Mit der Schrift da unten ist man einfach ein bisschen zu groß mit diesen Schriftarten. Aber es ist, wie gesagt, ein Stil. Aber ansonsten fühle ich für seine Community passend. Das ist ein bisschen cringe, wenn man das so aufnimmt. Ne? Ey, Osa, fass mal an. Sehr ehrlich, Bruder. Sag was zum Stoff. Ja, Stoff schaut dicker, super. Hat aber gute Qualität. Sag was zum Stick. Bin gespannt auf den Preis. Aber wenn es Istanbul ist, dann wird es halt nicht bei unserem Preisniveau sein, sondern leistbarer auf jeden Fall. Digga, fass den Stick an. Steck. Sag was. Cool, Stick hochwertig. Das ist geil, Wallah. Sag was zum Aufzug, Bro, sag was. Du bist der Meinungsmacher, sag was. Willst du das T-Shirt kaufen, Bruder? Ich werde den Engel auf jeden Fall kaufen. Natürlich wirst du ihn kaufen. Der Engel sieht bomb. Natürlich wirst du ihn kaufen, Digga. Nee, ich bekomme geschenkt, Bro. Aber das geht da auch so ein bisschen in die Achseln rein, gell? Ist das beabsichtigt? Ja, wahrscheinlich wird es beabsichtigt. Nee. Bekommst du nicht. Natürlich du kaufst es. Digga, du bringst eine Marke. Warte mal, du bringst eine Marke, ja. und glaubst, dass ich das kaufen werde? Natürlich, weil du mich unterstützt, weil du mein Bruder bist. Ich habe schon 100 Mal gesagt, ich bin 1,70 groß, habe einen kleinen Bauch, mein Oversize-T-Shirt ist M, Azad seiner ist auch M, so sieht das Ganze aus. Ja, schaut cool aus. Von der Länge her, von dies, das, mies, mass, ist gut. Digga, ich habe niemals früher gedacht, das Weiße fühle ich mir, hab ich gesagt, dass ich Oversize tragen werde, aber die Shirts sind Baba. Kommen wir zum letzten Hoodie. Wie ich auch schon bei dem Shirt gesagt habe, der Pulli ist auch Oversize von der Größe M und dies... Ja, der Fit vom Hoodie, Freunde, der ist ja mal richtig nice. Schaut euch das an. So muss ein Hoodie ausschauen. Super. Kompliment, schaut echt nice aus. Mag's auch, dass er ebenfalls keine Kordeln verwendet. Das feiern wir halt einfach auch mehr bei unserer Marke. Die Bauchtasche schaut gut aus. Diesen Pulli kennt ihr schon bereits, weil ich den auf Instagram schon gepostet habe. Mir sehr haben nice. Sehr viele geschrieben. Sehr nice. Sagt mal. Okay, ja, Schrift ist mir einfach viel zu groß. Das ist mir zu plakativ, das ist nicht mein Fall. Change, aber, people change. Und das, aber das ist Geschmackssache. Ich bin Fucken, Bruder. Sag, dass der Pulli Baba ist, Digga. Bruder, der Pulli ist krass, lauter, Mann. Das reicht, Digga, der Pulli ist krass, alles ist krass. Deine ganze Kollektion ist krass, Digga. Ich hab's verstanden, Mann. Ist er auch. Ich habe mir vorhin noch etwas ausgedacht, okay? Mich würde es freuen, wenn ihr von meiner Marke auch der Instagram-Seite folgt. Ich glaube, das mit dem Deserve ist nur bei ihm jetzt, bei seinem Fit, dass das da in die Achseln reingeht, aber da sieht so aus, als würde es eigentlich gedacht sein, dass es hinten bei den Ärmeln so runtergeht. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht fittet es bei anderen anders.
Witzig ist halt jetzt, denke ich mal gerade, wenn ich das Video hochlade und mich da als Fashion-YouTuber wieder mal hinsetze und irgendwelche Sachen kritisiere, habe ich dann einfach so ein Charity-Shirt an. Finde ich witzig. Woche. Ja, also dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich bin echt aufgeregt, Mann. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Diskutiert ruhig über die Marke. Wie findet ihr die Aktion? Wie findet ihr alles? Lasst mich alles wissen. Tschüss. Ja, cool. Stabil. Ja. Sehr, sehr. Also ich muss ehrlich dazu sagen, dafür, dass Jump Rogue jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwie Modeexperte oder so ist, hat auf jeden Fall eine sehr stabile erste Kollektion für seine Marke rausgebracht. Wie gesagt, ich feiere den Typen, lasst Support da. Auf jeden Fall sehr nice. Gute Aktion für die erste Marke, wenn man überlegt, wo ich mit meinem Merch begonnen habe. Auf jeden Fall, er hat aber auch schon Merch gemacht. Ein bisschen Erfahrung hat er schon. Auf jeden Fall, ja, lass mal natürlich Support.